Meine Frage ist, könntest du mal wieder Sachen für den Kinder-Channel machen auf YouTube? Fand die Videos schön. Für den was? Für den was-Channel? Freddy, bist du sicher, dass du hier im richtigen Channel bist? Wir haben noch nie einen Kinder-Channel gehabt. Noch nie. Never. Ich überlege jetzt auch schon, ob ich nicht einfach vor dem Mikro esse und aber meine Hoden in die Kamera halte. Natürlich mit einem leichten String drüber. Damit das nicht eventuell, ne? Also ich habe natürlich Klamotten an. Diesen leichten Lakritz-String. Ich denke, das ist so. Schlaf gut. Schlaf gut. Gute Nacht. Träum was Schönes, ne? Angenehmste Träume. Ich wünsch dir was. Tschüss. Bis morgen. Ciao. Entschuldigung. Die Musik beruhigt, ich lass die mal an. Perfekt für den Kinderchannel. Wahre Geschichte. Ach, das ist ja schön. Der Fleischfreund. Ja. Ach, Risto. So stelle ich mir auch deine Final Form vor. Und in jedem Tentakel ist ein Stift. Was? Mal Leute geben, die es nicht verstehen oder Angst haben vor Neuerungen, sag ich mal. Weißt du, was ich meine? Neuerungen machen Leuten immer gehörig viel Angst. Wenn sie aus ihren Gewohnheiten gerissen werden oder wenn sie das Gefühl haben, sie müssen irgendwas aufgeben, was sie nicht müssen in dem Fall. Oder wenn sich irgendwas ändert. Wie zum Beispiel Gendersternchen. Wo sich aber eigentlich nichts ändert, war der Putzi. Das Schönste bei uns ist eigentlich, dass Erik uns manchmal übers Telefon schöne Geschichten vorliest. Ich rufe alle Mitarbeiter zum Einschlafen an. Immer. So. Lieber Kapuzenwurm, heute erzähle ich dir das Märchen von der sicheren Rente. Es war einmal in den 90ern, da lebte einst ein lustiger kleiner Gesell mit dem Namen Helmut. Der wollte alle verkohlen. So, jedenfalls. Über Datenbanken, das geht natürlich auch. Für Leute, die heute neu dabei sind, das hier ist nicht die schlimmste Szene in diesem Spiel, was Ziegen und ihn betrifft. Nicht die schlimmste Szene, die habt ihr leider verpasst. Es war auch ein bisschen romantisch. Und es war Lippenstift im Spiel. Wollte nur sagen. Das hier ist dagegen romantisch. So, na gut, aber jetzt, Wer sich mit Rötli abschießt, kann nur Ziegen lieben. Okay, Klimaanlage, ich wiederhole mich da gerne. Und dafür werden die Fragenvideos super. Können wir hier unten leider nicht machen, im Keller. Weil der Abluftschlauch passt nicht an dieses Fenster. Es ist inkompatibel, wir haben es schon ein paar Mal probiert. Und einbauen können wir keine, weil wir jetzt zur Miete wohnen. Ja. Hast du mal an Duschen gedacht? Ja, vor dem Stream. War ganz erbaulich. Es gibt auch Standdinger zum Kühlen mit so einem Schlauch aus dem Fenster raus. Ich habe doch gerade gesagt, dass mit dem Fenster. Das Fenster ist nicht geeignet dafür hier unten im Keller. Habe ich doch gerade noch gesagt. Weil du musst das Fenster ja auch abdichten, verstehst du? Damit die warme Luft nicht reinkommt. Wieder. Klima geht nicht, als ob man nicht einfach mobile Klimaanlagen in sein Spielzimmer stellen kann. Ich gebe es langsam auf. Ich gebe es auf, das zu erklären, wirklich. Es gibt Leute, die... ich verstehe es nicht. Du kannst es 7-mal erklären, es gibt immer noch Leute... Das ist mit Klimaanlage. Was ist mit Klimaanlage? Geht nicht mit Klima. Das ist Klimaanlage. Und genau dafür haben wir den... Klimaanlage. Mobile Klimaanlage. Du kannst das mobile Klima... geht nicht. Klimaanlage. Oh, da habe ich die Kamera ausgemacht. Dafür haben wir den. Dafür haben wir den Knopf.
Oh. 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 Mayonnaise. Mach dich bitte mal aus. Ausmachen. Was? Gut. Ich habe vielleicht ein bisschen rumgespielt. Es tut mir leid. Ja, nun Das war der echte Gronkh. Ich habe gerade ganz kurz Filter rausgenommen. Ich hoffe, das ist okay. So, das wird alles ganz furchtbar. So, was? Ich brauche noch Öl. Hallo Twitch, das ist keine Shorts, das ist eine kurze Hose. Die trägt man so, ja? Auch als Mann darf ich kurze Hose tragen. Ist es völlig erlaubt? Jo. Ich habe Schaden genommen. Ja? Mhm. Oh. Durch das böse Eis. Oh ja, ich auch gerade. Verlangsamt. Oh, hä? Erik ist tot. Oh. Tobi ist tot! Ich helfe euch! Da war eine Truhe! Wieder, oh, ich bin tot! Oh, was für Held! Ich sag doch, zu uns passen Orks einfach viel besser und die Goblins. So, Wiederbelebung, schnell. Oh mein Gott. Und so endete die Reise unserer Abenteurer. Eiswindstadt war verloren. Neues Dungeons & Dragons Buch, eine Seite. Die Helden waren leider blöd. Da ist die Hälfte Credits drauf. Die PlayStation 5 richtig ausreize, Leuten mal zeige, was heute technisch möglich ist mit so einer geilen Next-Gen-Konsole. Und habe mir diesen Titel hier gekauft. Für die PlayStation 5. Ja? Bibi und Tina auf dem Martinshof. Für die PlayStation 5. Und dieses Spiel, ja, ist leider so beschissen, dass es scheiße ist. Es ist nicht lustig beschissen, es ist beschissen. So, weißt du, und deswegen habe ich es nicht aufgenommen. Ich habe es gespielt, dann habe ich weitergespielt, habe gedacht, und dann weitergespielt, das ist alles, und es war einfach nur beschissen. Es ist beschissen. Und das für die PlayStation 5 zum Überpreis. Ich weiß nicht, was es kostet, aber ihr wisst, PlayStation 5-Spiele sind teuer. Erlebe aufregende Abenteuer auf dem Martinshof. Weißt du, aufregend wäre ein terroristischer Anschlag auf dem Martinshof. Aber das, was ist mit ihm hier? Ist der out of power oder was? Oh Junge. Oh Gott, das hat vielleicht noch ein bisschen Fleischwunde. Bist du mal wieder bei Start und Select dabei? Ich hatte überlegt, wenn der Jo mich lässt, dann würde ich bei der 100. Folge, aber offiziell ist Start und Select schon seit längerem Jos Podcast. Ja, nicht mehr unserer, weil ganz ehrlich, ich finde da einfach nicht mehr statt. Weil ich einfach eine sehr lange Zeit lang andere Prioritäten hatte. Ich würde aber ehrlich gesagt mal gerne wieder. Aber das würde ich dann, glaube ich, eher so. Nee, ich will nicht, dass Leute dann erwarten, dass ich wieder dauernd mit dabei bin. Das wäre sonst doof. Das wäre auch unfair dem Jo gegenüber, finde ich. They came, but we answered a call of our own, a call to stand together against this Dark Alliance and defend our home against the threat
of Crenshinnabon. Ganz kurz Du-Du-Du-Spam, ein bisschen. So wie am Freitagstream immer. Ich wollte nur mal gucken, ob das hier geht, auch in diesem Overlay. Also hier scheint es nicht zu gehen. Aber wenn ihr das jetzt spammt... Nee, das geht noch nicht. Okay, das geht offenbar noch nicht. Dankeschön, Dankeschön. Ja, ich glaube, wir haben jetzt ein Ergebnis. Ich glaube, wir müssen nicht mehr Wir können weiter... Können wir vielleicht... Hallo? Ja, ich glaube, ja. Okay, gut, es funktioniert auf jeden Fall nicht. Ja gut, es dauert noch ein bisschen, bis Leute das realisieren. Ja, ihr wisst ja, der Chat braucht immer ein bisschen länger, bis der Sachen so... The left wheel of her carriage collapsed, right as she entered through the gates of the magnificent Raubenstaben estate. She tumbled upside down, hurt her head, and worse, her hat was ruined. Suddenly, she heard the deep, strong voice of a young man. Are you all right, madam? Hast du schon mal an eine Klima gedacht? Warte. Klimaanlage? Ja, habe ich schon dran gedacht.